Name ist Martin May. Ich bin vom BFFS, Bundesverband Schauspiel. Und wir freuen uns sehr, dass wir auch dieses Jahr wieder bei dem Filmfest Hamburg unsere Reihe Klappe auf durchführen können. Bei der Schauspieler unseres Verbandes und Schauspielerinnen unseres Verbandes immer eine Regisseurin, einen Regisseur interviewen, die hier auf dem Filmfest einen Film laufen haben. Heute beginnen wir mit Jan Bonny, dessen Film Borowski und das Fest des Nordens morgen im Cinemax 3 laufen wird um 19 Uhr. Gut. Guten Abend, Jan. Kurz zu deiner Person. Du bist Jahrgang 1979, Düsseldorfer, hast ein paar Spielfilme gemacht, sehr viele Werbefilme, etwa 50, unter anderem für McDonald's, Audi, Persil, Deutsche Bahn, Jägermeister und auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Alkohol kennt dein Limit. Warum wird dennoch in deinen Filmen so viel Alkohol getrunken? Naja, hört man mich? Geht das? Ja. Das war ein Problem mit der Werbung dann. Die hat auch nicht funktioniert, weil es am Ende, die ist, glaube ich, so nie gesendet worden, weil die absolut zum, also auffordert zu trinken. Findest du? Ich finde schon, ich finde, das sieht nicht schlecht aus. Also, nein, das sieht toll aus, ne? Ja, aber... So, nein, es war wirklich ein Problem, das war eben, sollte eigentlich eine Anti-Werbung sein, sozusagen gegen den übermäßigen Genuss von Alkohol. Und sozusagen der Kunde, das Institut oder wer auch immer dahinter steht, die Bundeszentrale war der Meinung im Endeffekt, es wäre eigentlich viel zu euphorisch und viel zu lebensbejahend und es sah viel zu sehr nach einer guten Zeit aus. Und das erklärt wahrscheinlich das auch, warum in deinen Filmen so viel getrunken wird? Ich weiß nicht, ob da besonders viel getrunken wird. Ich finde eigentlich nicht. Ich glaube, da wird so viel getrunken wie im normalen Leben halt auch. Ja, wenn man auf deiner Seite die ersten drei Filme anschaut, überall geht es da voll ab. Ja, aber das ist ja auch irgendwie das Schmiermittel, was unsere Gesellschaft am Laufen hält. Also ich vermute mal, dass hier gestern Abend auch viel getrunken worden ist und ansonsten wäre es wahrscheinlich schwer auszuhalten gewesen mit so vielen Leuten. Deswegen ist es eigentlich normal. Ja, ich befürchte, es ist normal. Ich glaube, das ist ein ganz normaler Teil des Lebens. Wahrscheinlich hast du da recht. Weshalb wolltest du Regisseur werden? Oh, wow. Das kann ich wirklich überhaupt nicht beantworten. Ich bin da reingerutscht. Reingerutscht? Ja, reingerutscht. Wie passiert sowas? Wie rutscht man da rein? Ich wollte eigentlich, glaube ich, ich wollte eher Architekt werden ursprünglich. Und hab dann irgendwo mit angefangen, hab dann schnell wieder aufgehört, hab dann das Gefühl, ich müsste jetzt was anderes machen und das nächstbeste, was mir in die Finger kam, war irgendwo mitzumachen beim Film und dann habe ich das gemacht. Und dann dachte ich sozusagen, wenn ich da jetzt schon bei bin, dann interessiert mich, glaube ich, auch nur das Regieführen und habe das dann relativ früh auch angefangen und habe das einfach weitergemacht. Aber ich hatte jetzt nie so den ganz großen Plan, also ich habe jetzt nicht... Irgendwann dachte ich, ich müsste das jetzt auch studieren, weil, ne, so. Aber ich war auch nicht in so einer richtigen, ich war in Köln an der KHM, an der Kunsthochschule und habe mich auch mehr für Medienkunst interessiert ursprünglich als für narrativen Film. Das hat sich dann alles so entwickelt mit der Zeit. Mhm. Man muss ja auch von irgendwas leben. Ah, und so kamst du zum Werbefilm? Na auch, also ich meine, mit Werbung habe ich angefangen, weil ich gern drehen wollte. Also ich war irgendwie relativ jung, als ich angefangen habe, mich dafür zu interessieren. Ich glaube so, 22, 23, 24. Mhm. Und das ist ja kein Alter, in dem man irgendwas zu erzählen hat eigentlich. Also das ist ja eigentlich ein Alter, in dem man das Leben ja gerade erst kennenlernt. Und dann macht man, wenn man dann Kurzfilme dreht, meistens so unerträglich prätentiöse Kurzfilme irgendwie mit alten Menschen und Cello spielenden jungen Frauen. Und ne, es ist so... Und versucht sozusagen alles das, was man glaubt, vom Leben verstanden zu haben, in so ausdrucksstarke kleine Filme zu packen. Das war mir peinlich. Und deswegen habe ich auch Werbung gemacht, weil da kann man sozusagen sich schon so ein bisschen wie als Regisseur fühlen, ne? Und muss aber ist nicht verpflichtet, so wahnsinnig viel Bedeutung abzuliefern. Und man kann sich ausprobieren. Das ist ja irgendwie auch, ein Spiel. Aber wie kommt man daran? Weil ich denke, viele Leute würden gerne Werbefilme drehen als Regisseur, weil...
Also da gibt es mit Sicherheit auch Leute, die da berufener sind, was zu sagen als ich. Ich habe halt ein paar gemacht, ne, aber ich mache eben auch andere Sachen. Das ist so, es hat sich so entwickelt. Ich war so, ich habe gedacht, ich muss, wenn ich jetzt Film machen will, muss ich was drehen und dann muss ich irgendwo anfangen. Zum Film machen braucht man Geld. Ne? Also sozusagen, ich habe auch Baumarktfilme gedreht. Also es ist so, ja, ne, wo so Leute bohren. Mhm. Da habe ich 1000 Euro für bekommen und fand das viel Geld mit 22 oder 23. Das ist mit 22 sicher viel Geld. Ne? Aber das ist also ich meine, sozusagen, und so entwickelt sich das ja immer. Ne? Sozusagen, das ist ja ein Fluss. Also ich finde, das ist alles gar nicht so wild. Mhm. Aber nutzt du quasi die Werbefilme oder das Geld, das du mit den Werbefilmen verdienst, um mehr Zeit für narrative Geschichten dann zu haben, um deine eigenen Projekte voranzutreiben? Naja, das hört sich so ein bisschen an, als wäre quasi sozusagen die Werbung das, was nicht so anständig ist, aber Geld bringt, was man dann macht, um sozusagen die wahnsinnig tollen Filme zu machen, in denen man dann sozusagen sich selbst ausdrückt, mit denen man nicht so viel Geld verdient. Das stimmt ja so auch nicht. Ne? Also es ist sozusagen, auch das ist ja fließender. Ich finde, es gibt zum Teil Werbung, die schöne Miniaturen sind und in denen viel Handwerk und auch viel sozusagen Verständnis von der Welt zum Ausdruck kommt, zuweilen mehr als in dem, was wir so im deutschen oder internationalen Kino sehen. Ich finde, diese Trennung finde ich die gar nicht so spannend. Ich finde, das ist so ein Strom von Projekten, da passiert was, dann ergibt sich ein Film, den man interessant findet. Natürlich muss man auch von irgendwas leben. Ich mache auch nach wie vor Sachen, die sozusagen ein bisschen mehr in der bildenden Kunst funktionieren oder in letzter Zeit auch wieder mehr. Da verdient man natürlich dann tatsächlich besonders wenig. Ich habe 3 Kinder, die muss man ernähren. Also es ist natürlich alles so, das sind ja so Gemengelagen einfach. Das kann ich sehr gut verstehen, mir geht es da ganz ähnlich. Ich habe heute eine Werbung gesprochen, auch wieder mal. Ja, aber das macht auch Spaß. Also ich ja, finde also find tatsächlich, so, es gibt natürlich auch totalen Mumpitz, aber ich habe auch schon totalen Mumpitz in Spielfilmen gemacht. Also ja, aber ich finde es auch total spannend in der Werbung, weil du musst ja da sowas von auf dem Punkt sein. Du hast ja so wenig Zeit, was zu erzählen und diese Konzentration auf ganz wenige Dinge oder auf so ganz kurze Einstellungen, das ist äußerst schwierig. Ja, also das ist Werbung ist auch Arbeit. Absolut, ja. Ich habe das früher zusammen mit einer Kollegin gemacht, wir hatten eine Zeit lang ein Regieduo mit Sonja Heiß, ich weiß nicht, ob ihr euch was sagt, auch Regisseurin, sehr gute Regisseurin auch, und wir hatten ein Regieduo und das hieß Sonny und Bonnie. Und das hat viel Spaß gemacht, also es war auch, glaube ich, für uns beide irgendwie ein guter Anlass, sozusagen auch mal einen anderen Regisseur bei der Arbeit zu sehen sozusagen und sich da auszutauschen und ganz viele Dinge, die man im Rahmen sozusagen von Werbung für 1 oder 2 Drehtage diskutiert, sind natürlich exemplarisch und auch eben genauso interessant und relevant sozusagen für alles, was man dann später macht bei Filmen, die 90 Minuten dauern und irgendwie 5, 6 Wochen gedreht werden. Also man wiederholt ja sozusagen immer die ähnliche Prozesse im Kleinen. Ja. Und bei der Werbung die genaue Aufgabe, ist es nur ein fertiges Storyboard umzusetzen oder entwickelst du da eigene Ideen mit? Entwickelst du Geschichten mit? Auch ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich Anfragen und Projekte, sozusagen, die sind ganz konkret. Da merkt man, haben Werbeagenturen sozusagen in der Kommunikation, Auseinandersetzung mit ihren Kunden schon 1 Jahr Arbeit auf dem Puckel. Ne? Sozusagen, also zum Teil lange Vorarbeit schon geleistet worden. Und da ist dann ganz klar, dass es auch politisch komplex ist und es geht darum, ganz bestimmte Ziele zu erreichen und das ist dann auch legitim und es gibt natürlich Sachen, die sind ganz einfach, da gibt es eine Grundidee und dann sagen die hier, wir haben diese Idee, wie machen wir denn daraus jetzt einen Film? Und dann fängt es quasi mit einem Satz an und das ist am Ende ein Spot. Also es gibt ganz verschiedene Wege dazu, aber auch das ist ähnlich wie im Spielfilm auch. Es gibt auch im Spielfilm 1000 Wege, wie es zu einem Film kommen kann. Ein Spielfilm kann ja auch anfangen mit einer Idee, mit einem Satz, mit jemandem, der einem was zuruft. Es kann aber auch ein Redakteur sein, der einen anruft und sagt, wir haben ein ganzes Drehbuch schon fertig. Es gibt viele Wege, ne? Also in der Werbung genauso. Noch 1, 2 Fragen zur Werbung, dann gehen wir zum Narrativen. Was wichtig ist, man verdient ja Geld. Wird man gut bezahlt? Weil du hast gerade gesagt, 1000 Euro für den ersten Baumarktfilm. In der normalen Werbung, wir sehen hier einfach eine Tendenz, dass bei den Schauspielergagen das Ganze total runtergeht. Hat man vor 10 Jahren noch für einen Drehtag 2000 Euro bekommen, werden einem heute 800 Euro angeboten. Hat man vor 10 Jahren noch über die Fellmer-Liste mit den ganzen Buyouts, was weiß ich, 350% oder 500% für was bekommen, gibt es heute Pauschalen, die
die sind so mies, also die sind wirklich schon fast obszön mies. Und es wird aber den Leuten abverlangt. Ist es bei den Regisseuren ähnlich oder hat sich da das Preisgefüge einigermaßen gehalten? Kann ich nicht Gänze beurteilen, glaube ich sogar. Also ich kenne natürlich auch nur meinen Bereich, meinen Ausschnitt. Ich glaube aber, dass die Gagen sind okay. Was aber passiert ist, dass man ziemlich viel arbeiten muss dafür. Du wirst als Regisseur wirst du für einen Drehtag bezahlt. So. Ja, ja. Das ist eine ganz irreführende, das kann total gut sein, das kann natürlich auch voll nach hinten losgehen. Das ist eine Pauschalgage letztlich, die du bekommst. Es kann sein, dass du an diesem Drehtag 10 Stunden gemütlich runterjuckelst, wie jemand irgendwie einen Joghurt isst, dann isst er einen zweiten Joghurt und einen dritten Joghurt und dann ist die Arbeit erledigt. Es kann natürlich aber auch sein, dass du sehr komplexe Szenen drehst innerhalb von 20 Stunden, sozusagen in einem Tag, die du auch ohne weiteres auf 3 Tage hättest verteilen können, mit dementsprechender Vorproduktion, mit dementsprechenden Castings, mit dementsprechendem Motivsuchen und einem dementsprechend aufwendigen Postproduktionsprozess. Also es ist von bis. Also ich würde sagen, die Gagenhöhen, die sind nach wie vor sehr in Ordnung. Mhm. Aber es können ganz unterschiedliche Arbeitserwartungen dafür entstehen. Und ist es bei den Regisseuren wie bei den Schauspielern, dass die Buyouts dann auch für die Nutzungszeit oder für die Länder gezahlt werden? Oder hast du eine Gage, damit ist die ewige Nutzung abgegolten? Es gibt eine Gage, fertig. Ah, okay. Bei Schauspielern ist es eben so, dass es je nach Nutzungsdauer und Nutzungsraum eben verschiedene Buyouts gibt. Ja, natürlich, klar. Also es wird ganz anders bezahlt. Das ist ein anderer Weg. Du kannst dir als Schauspieler, wenn du eine Werbung machst, die auch Glück haben und in einer Art Dauerbrenner landen, wo jedes Jahr das Portemonnaie aufgeht. Ne? Genau. Das kann natürlich passieren, klar. Ich finde, also ich meine, ich rede ja öfter auch mit Schauspielern über diese Frage, soll ich in einer Werbung mitspielen oder nicht und so. Ich finde, das kann man gar nicht pauschal beantworten. Man kann und sollte es sich von Fall zu Fall ansehen. Ich finde, es gibt eben total interessante Spots, sozusagen sehr lustige, sehr humorvolle, sehr gut erzählte, inszenierte Dinger mit guten Figuren und ne? Also wo man auch was zeigen kann als Schauspieler, was interessant ist. Und es gibt natürlich Sachen, wo man einfach sein Gesicht hergibt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Da muss man sich dann überlegen, ob man gerade das Geld ganz dringend braucht oder nicht. Ich glaube aber, dass es ist nichts Ehrenrühriges, finde ich, auch für einen Schauspieler, das zu machen. Ich glaube, man kann das sehr pragmatisch sehen. Also das ist so, das bringt Geld und ist vollkommen okay. Es gibt natürlich Sachen, da wird man dann zum Gesicht von so einer Kampagne. Ich habe einen alten Freund, das ist wirklich so ein Kampagnengesicht. Also es ist sozusagen unerträglich, wenn ich ihn treffe, dann steht er meistens neben seinem eigenen Aufsteller irgendwo. Ja, das hatte ich eine Zeit lang also auch es ist mal. Sozusagen, ne? Also es ist sozusagen, also das kann natürlich dann auch kippen. Also sozusagen, ne, die haben jetzt gefragt, ob er es nochmal machen will und ich glaube, er wird sich dagegen entscheiden, weil das natürlich, du wirst dann quasi du wirst eins sozusagen mit der Marke, für die du stehst. Das muss man sich dann überlegen. Aber ich finde, ansonsten kann man das von Fall zu Fall und recht pragmatisch entscheiden. Was kannst du denn für den Kollegen für einen Tipp geben, wie man in so einem Werbecasting nach vorne kommt? Da gibt es gar keinen. Also es ist einfach das ist eine Vorstellung, die jemand da hat und man passt drauf oder man passt nicht. Ja, nein, unterschiedlich. Ich glaube, es ist auch da wieder, wie beim Spielfilm auch. Also sozusagen, man lässt sich ja auch, wenn man sozusagen dann Castings guckt als Regisseur, lässt man sich ja auch darauf ein, was einem da begegnet. Man freut sich sozusagen auch über Ideen und Möglichkeiten, die entstehen. Wenn man ein Casting guckt, also das ist, ich gehe da fast nie mit einem Bild im Kopf rein, das ich dann versuche sozusagen zu füllen, ne? Also mit jemandem. Im Gegenteil, ich finde es eher interessant. Also ich lasse mich darauf ein, gucke sozusagen, was interessiert mich da, was für ein Film entsteht in meinem Kopf, wenn ich die Leute sehe. Und ich glaube, und bei der Werbung ist es natürlich auch nochmal besonders so, dass natürlich der Entscheidungsprozess wahnsinnig mühsam ist hinten raus. Es gibt natürlich immer noch eine Werbeagentur und es gibt auch einen Kunden und meistens folgen die einem. Also es ist schon interessant, wenn man selber richtige Entscheidungen trifft in diesem Zusammenhang, dann sind die meistens doch so bestechend, dass die anderen auch folgen. Also es ist auch, die wenigsten Kunden, die wenigsten Agenturwerber sind auf den Kopf gefallen. Also die meisten haben auch selber ein gutes Gespür dafür und sind vernünftige Leute. Aber es dauert, ne? Es ist kompliziert und es dauert. Und das ist natürlich oft auch enervierend natürlich für Schauspieler, weil du weißt quasi nicht, wer dein Publikum ist. Also du weißt nicht, für wen du spielst. Du spielst zum Teil natürlich für den Regisseur. In dem Moment des Castings, aber dahinter steckt noch eine ganze Kolonne von Entscheidungen. Gehen wir zum Spielfilm rüber. Wenn du einen Tatort machst oder einen Polizeiruf, also in diesem Fall ist der Tatort gemacht,
Dann wirst du angefragt, nehme ich an, oder? Auch das kann passieren. Aber, also, aber dieser Tatort, gehen wir jetzt mal zum Borowski. Wie war das da? Ja, ich glaube, da hat man mich schon mal, hatte man mir schon mal ein Drehbuch angeboten. Also in dem Fall war es ein Angebot, das habe ich dann abgelehnt. Ich glaube, ich konnte nicht. Und dann bin ich mit Johannes Pollmann, der gerade durch die Tür kommt, bin ich mit Johannes im Gespräch geblieben und es ergab sich sozusagen eine andere Möglichkeit. Und das war ein Drehbuch, das Markus Busch schrieb zu dem Zeitpunkt, der auch an der gleichen Hochschule studiert hat wie ich. Ah, okay. Und der 10 Jahre vor mir da war, aber den ich irgendwie kannte und auch mochte. Und das war, glaube ich, auch von Johannes irgendwie eine gute Idee, mit dem Stoff anzukommen. So hat es sich ergeben. Wir haben dann gemeinsam noch eine Weile daran gearbeitet. Das war relativ viel Zeit und das war auch ganz gut. Wie wichtig ist denn die Quote in dem Zusammenhang? Wie wichtig die mir persönlich ist, oder? Wie wichtig ist sie dir persönlich? Das ist eine gefährliche Frage, ne? Weil das, man müsste sich darüber unterhalten, sozusagen, was das überhaupt ist, diese Quote, und ob die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender sich einen Gefallen damit getan haben, sich darauf einzulassen, sich an der Quote messen zu lassen und all das. Ich glaube, jeder Regisseur freut sich darüber, wenn sein Film gesehen wird. Also keiner hat etwas gegen sein Publikum. Im Gegenteil, also freue ich mich natürlich, wenn die Quote gut ist, weil das bedeutet, dass viele Leute den Film gesehen haben. Ja. Die Quote allerdings, also es ist symptomatisch, dass du als erstes eigentlich nach der Quote fragst, weil ich finde, es gibt andere Parameter, sozusagen, über die sich irgendwie, finde ich, Erfolg und Misserfolg, Qualität und Relevanz, Bedeutsamkeit, ja, was auch immer sozusagen, ne, definieren lassen als ausgerechnet Quote. Ja, es ist halt oft eine Währung bei den Sendern. Das ist halt das Problem, oder? Naja, es ist eine von vielen Währungen. Ja. Also ich meine, das ist natürlich wie in jeder Art von künstlerischer Produktion, sei es jetzt Film, bildende Kunst, Musik, was auch immer, fragt man sich natürlich immer, wie bewertet man das? Was ist gut? Ja. Also es gibt das teuerste Bild ist nicht unbedingt das Beste, aber im Umkehrschluss heißt nicht, dass wenn ein Bild billig ist, es besonders anständig war oder sowas. Ne? Also es ist eine komplexe Gemengelage und dazu gehört natürlich einfach auch die Quote, dazu gehört eben die Menge der Zuschauer, gar keine Frage. Aber ich glaube, dass die Frage muss man quasi bei jedem Film neu stellen. Also was ist daran gut, was ist da gelungen oder nicht gelungen? Es gibt sicherlich Filme, die herausfordernder sind für den Zuschauer als andere. So, also. Was sind denn die größten Schwierigkeiten, mit denen du beim Filmemachen kämpfen musst? So überhaupt? Ja. Die Schwierigkeit mit Schauspielern frage ich später noch. Nö, ich liebe Schauspieler. Sehr. Aber ich finde es einfach wirklich anstrengende Arbeit, Filme machen. Ne? Also es ist so. ich weiß nicht. Nö. Aber es gibt kein spezielles Problem. Ich finde, das ist, man muss immer weitermachen. Ich glaub, es ist ein wahnsinnig komplexer Prozess. Also ein Film ist ja immer eine der schönsten Behauptungen, dass man wüsste, wie es geht. Ne? Und ich finde es aber im Film machen ganz toll, dass man das eigentlich fast nicht weiß. Also man ahnt das so, wie es ungefähr gehen könnte. Ne? Also und dann macht man wieder was und denkt, es geht wahrscheinlich doch ganz anders. Also sich darauf immer wieder einzulassen, das ist natürlich auch nicht einfach. Aber gleichzeitig ist das Schönste. Das ist wahnsinnig überraschend, das ist wahnsinnig kompliziert. Also, dass wir uns jetzt hier begegnen, das ist ja auch Teil des Prozesses des Filmemachens. Also Filmemachen ist ja nicht wie die landläufige Meinung, das formuliert das, was der Regisseur im Set macht, sondern es ist ja viel mehr. Ja, natürlich. Also hier zu sitzen ist auch Teil sozusagen des Prozesses, Filme zu machen. Und das ist sehr schön. Aber sozusagen, vielleicht ist das die größte Herausforderung, sozusagen da nicht einen Überblick zu verlieren, wie es dann doch immer wieder zu Erzählungen kommt. So. Es ist ja immer auch eine Gemeinschaftsarbeit, eine Teamarbeit. Es ist ja nicht so, dass der Regisseur alle Entscheidungen alleine treffen kann. Leider. Für manchen Regisseur. Nein, weil wir vorhin ja auch sagten, beim Werbefilm, dass da bei der Besetzung zum Beispiel eben ein Kunde dahinter steht. Hier haben wir den Sender oder haben die Produktion. Kriegst du deine Besetzungen meistens durch? Ja.
Ja, aber auch das ist, aber das ist auch wieder ein bisschen eine irreführende Frage, weil man das nicht, sowieso nicht als Konflikt begreifen darf. Also ich glaube, jetzt zum Beispiel in so einem Fall, wo Johannes da ist, ne, sozusagen mein Produzent, mit dem ich den Film gemacht habe, ich glaube nicht zum Beispiel, dass ich jetzt auf Teufel komm raus, also wenn es eine Besetzungsidee gäbe, und ich kann mir nicht vorstellen, dass es zu einem Punkt käme, wo Johannes extrem dagegen wäre und ich würde es trotzdem machen. Weil ich würde davon ausgehen, dass jemand wie er oder auch eine Redakteurin sagen, das sind ja weiche Prozesse, die haben ja auch im Zweifelsfall gute Gründe für ihre Ideen, Haltung und Gedanken. Und das ist eigentlich meistens sind es gute Prozesse, ne, die so zu einem Ergebnis führen. Ich würde deswegen sagen, ich glaube, ich habe alle meine Besetzungswünsche immer sozusagen mir erfüllen können oder ist es so gekommen, wie ich es wollte. Aber vielleicht sagen die anderen das auch. Das ist doch toll. Ja, nein, aber ich glaube, im besten Fall ist das so. Also ich glaube, im besten Fall ist es so, weil man macht Filme eben tatsächlich wirklich zusammen und man nimmt auch ganz viel auf, finde ich, immer von der Meinung und von den Ideen der anderen, ohne dass sie ausgesprochen werden. Ne? Also man erspürt, finde ich, in so einem Gesamtprozess, ohne dass es formuliert wird, auch wie es den anderen damit geht. Also ich glaube, dass das ganz viel, man moderiert, also Regie führen ist ja in Wahrheit ganz oft eine Moderation eines Prozesses. Weniger, dass man auf einen fixen Punkt hinsteuert. Also ich lese ein Drehbuch und denke mir, so muss es werden und dann mache ich alles, damit es so wird. Ich finde im Gegenteil, das ist eher sozusagen, man fängt dann an mit dem, was man gerade hat, mit dem, was gerade möglich ist und moderiert sozusagen den bestmöglichen Weg. Das ist mein Gefühl. Ich habe gehört, dass du ein Regisseur bist, der gerne auch mal improvisieren lässt. Also insofern ein Regisseur, der Schauspielern viel Vertrauen entgegenbringt. Ja, klar. Also das ist ja auch die wichtigste und zentralste Zusammenarbeit vielleicht beim Filmemachen, beim Erzählen. Aber ich will auch, also improvisieren lassen, das geht ja sowieso schon mal nicht. Also improvisieren mal ist ja ungefähr so wie spiel's mal verliebter oder so. Das sind ja Sachen, die kann man gar nicht machen. Ne? Also so, ich glaube aber, dass mich interessiert natürlich sozusagen beim Spielen das, was ich noch nicht weiß. Mhm. Also ich möchte gerne dahinter kommen, was alles möglich ist. Ne? Sozusagen in der Szene mit den Leuten. So, was ich auch gerade schon meinte, ich versuche nicht auf einen Punkt hinzusteuern, den ich mir eh schon gedacht habe und dann zwinge ich alle dahin, dass sie das dann machen, sondern ich gucke sozusagen, was ist möglich? Was ist möglich mit den Leuten, die da sind, mit den Kollegen, mit der Stimmung, mit dem Ort, mit dem Raum? So. Also ich glaube, an guten Tagen mache ich das so. An nicht so guten wahrscheinlich anders. Aber du bist ein Regisseur, der auch sehr gerne mit den gleichen Leuten wieder arbeitet. Also du hast einen absoluten Lieblingsschauspieler, Matthias Brandt, würde ich mal so glauben. Ja. Aber ja, auch ja. Kroll oder Begler oder Eidinger tauchen immer wieder in deinen Filmen auf. Weil du die besonders großartig findest, denen besonders vertraust? Also ich finde die schon gut, ne? Naja, klar. Also, naja, aber es macht ja auch Spaß. Also sozusagen so wiederkehrende Begegnungen sozusagen in der Arbeit machen ja dann auch Spaß. Ich würde das nie nur von der Sympathie abhängig machen. Also ich caste eigentlich immer auch jeden immer wieder. Also auch sozusagen Leute, die ich kenne, bitte ich wieder zum Casting zu kommen, weil man immer gucken muss, wo man gerade ist und wo man gerade steht und miteinander. Und das ist ja sozusagen, man besetzt ja irgendwie nicht mit der Bunten in der Hand. Also so, das ist so. Aber es macht natürlich. Weiß ich nicht, es sind ja auch einfach auch Zufälle. Ich meine, jemand wie Matthias, habe mir jetzt auch nicht ausgedacht, dass ich irgendwie die ganze Zeit mit dem Film mache. Ne? Das ist irgendwie auch so passiert. Und dann, ja, und dann ist es natürlich auch so, mit dem habe ich, glaube ich, 1, 2, 3 richtige Filme gemacht, ne? Lange Filme und dann noch so ein Musikvideo. Und dann haben wir eben so eine Sache eben in der Kunst gemacht, jetzt nochmal, wo er dann auch mitmacht. Ja. Klar, ich meine, natürlich frage ich dann auch die, mit denen ich sowieso Sachen gemacht habe. Weil die können natürlich dann auch wissen dann eher, worauf sich einlassen, vertrauen mir dann natürlich auch und so. Also, ja, aber Kroll ist zum Beispiel auch super. Klar. Ja, ist er wirklich. Also ganz überraschender, war ich ein bisschen skeptisch am Anfang erst, weil ich glaube, das letzte Mal habe ich einen bewegten Mann gesehen und dann. Da ist einiges passiert inzwischen. Ja, und es ist wirklich ein toller, toller Schauspieler. Ich finde, mir geht es irgendwie, glaube ich, immer darum, das zu gucken, ob jemand. Ein Kollege sozusagen dann Lust hat,
sich nochmal darauf einzulassen. Also auch Schauspielerei ist ja sehr anstrengend. Also sozusagen immer wieder aufzumachen und immer sozusagen sich wieder darauf einzulassen, sich die Mühe zu machen, sich dem auch dem möglichen Scheitern sozusagen zu stellen. Also es ist ja schmerzhaft, man will ja irgendwann auch mal die Ruhe haben, ne? So, dass es endlich mal alles einfach so klappt. Und ich suche natürlich aber immer nach den Leuten, die sich dem immer wieder aufs Neue stellen. Also das ist das, was dann toll ist, glaube ich. Genau. Vertraust du da beim Besetzungsprozess auch deinen Castern, deinen Casterinnen? Nee. Wenn die dir ganz neue Leute vorschlagen für eine Rolle, wo du eigentlich sagst, nee, eigentlich denke ich, müsste das... Also klar. Also ich wollte, ich besetze ganz viele Leute, glaube ich. Ich habe auch gar nicht so viel gedreht, ne? Also es gibt natürlich, gibt's ja Leute, die haben 100 Filme gemacht, das habe ich ja gar nicht. Ich gucke schon irgendwie, dass ich interessiere mich überhaupt nicht sozusagen für vordergründige Prominenz eines Schauspielers. Hin und wieder stelle ich aber erstaunt fest, dass sie verdient ist. Ja? Und besetze dann quasi gegen meine eigentliche Absicht, den man sehr wohl kennt, obwohl ich eigentlich viel lieber jemanden gefunden hätte, den noch niemand gesehen hat, weil es mich so interessiert selber auch. Wie zum Beispiel bei dem Tatort, der jetzt hier beim Filmfest läuft, da spielt Michel Matijevic mit. Ja. Miesel geschrieben. Im Leben hätte ich nicht gedacht, dass ich den mal besetzen würde. Also irgendwie, ich habe mir gedacht, so, ja, da hat er immer diese Frisur und macht immer irgendwie so. Und er ist natürlich großartig, also wahnsinnig gut. Und dann ist er, der wollte auch erst nicht zum Casting kommen. Das darf man, glaube ich, jetzt erzählen. Ich glaube, er hat mir, glaube ich, gesagt, ich soll es nie erzählen. Aber, nein, aber der wollte nicht zum Casting kommen und dann haben wir telefoniert. Er hat gesagt, so, ja, du weißt doch, wie ich spiele, weil, ne, sieht man doch. Und sage ich, ja, es geht ja nicht darum zu gucken, ob du gut bist, sondern wie es gerade so ist. Also sozusagen, ob wir uns auch verstehen, schlicht und ergreifend. Also ob wir da Lust haben, das zusammen zu machen oder ob wir es lieber bleiben lassen wollen. Und dann ist er eben auch gekommen und es war eben auch wahnsinnig gut und richtig. Und dafür ist auch ein Casting so wichtig. Das spürt man dann. Man merkt dann, ob es stimmt, ob es passt oder eben nicht. Das ist ganz anders, als wenn man sich einfach nur die Filme anguckt von jemand anderem. Und das ist zum Beispiel so ein Fall, den habe ich besetzt, obwohl ich es eigentlich, glaube ich, wirklich gar nicht vorhatte. Und andersrum aber, finde ich, ist das dann mit Leuten, die man nicht kennt, genauso. Es spielt zum Beispiel eine Schauspielerin hier mit aus Hamburg, Franziska Hartmann, die hier im Thalia ist. Und da hatte ich zuvor einen anderen Film noch gemacht. Eine unglaublich gute, großartige, tolle Schauspielerin, die ich in dem Film davor sozusagen zum ersten Mal besetzt habe. Und hat sie sofort die Hauptrolle in diesem Film gespielt. Die ist bombastisch. Also ich glaube, sie wird nicht mehr wegzudenken sein in 5 Jahren. So. Das führt uns mal dazu, dass wir den Ausschnitt, den ich vorbereitet habe, mal zeigen aus dem Film. Könnt ihr den bitte mal abspielen? Geht's dir gut, Papa? Ja. Ich komme später noch mal wieder. Aber sag der Mama nicht, dass wir uns gesehen haben, ja? Ja? Luise, das ist wichtig, du musst ja sein. Ich weiß nicht. Bitte. Du musst es sagen. Ja. Ich habe diese Stelle gewählt, also Michelle ist sowieso super, klar, aber das Mädchen Lilly Barshi heißt sie, oder Barshi, die Tochter spielt, ich finde die auch ganz, ganz großartig, so authentisch. Wie hast du die gefunden? War es eine Casting, also von einer Casterin ein Vorschlag, oder kanntest du die schon? Es war auch ein Vorschlag der Casterin. Ja. Okay. Naja, ich meine, es ist sagen ja immer mit... man arbeitet ja immer mit Castern zusammen, also Castern oder Casterinnen zusammen, weil das auch ein Diskussionsprozess ist, natürlich, in dem man dann kommt. Ne? Also das ist, macht natürlich Spaß. Also du hast sozusagen jemanden, der noch mal mehr Leute auf dem Schirm hat, als man sowieso selbst. Es macht natürlich Spaß, sozusagen mit so jemandem zusammen ins Gespräch zu kommen. Und dann, für mich entsteht dann der Film auch ganz stark sozusagen in diesen Gesprächen und in diesen... Wenn man da so sitzt und rumspinnt, ne, was es heißt, wenn der oder die das dann macht oder nicht macht oder was auch immer, wie sich dann sozusagen so ein Film verschiebt mit den möglichen denkbaren Besetzungen. Mhm. Und in diesem Fall
Ich glaube, dass sie auch ein Vorschlag von Susanne Ritter war, unserer Casterin damals. Hm? Das war genau eben, ne? Das war genau Patrick Dreikost. Das war nämlich der Kindercaster hier aus Hamburg. Aha. Genau, so war das. Deswegen war ich gerade unsicher. Eben, das war der Hamburger. Und da waren ein paar Mädchen und sie ist wahnsinnig gut halt eben. Und das war auch so ein bisschen, ich meine, das gibt ja, ich krieg's auch gar nicht mehr genau zusammen. Man spielt ja mit verschiedenen Gründen, wie können Kinder auch passen, natürlich zu ihren Eltern möglicherweise und so. Und wo sind die gerade, wie alt sind die? Sie war, also sie ist ganz, ganz großartig. Also keine Frage. Also ich finde auch, dieser Film ist toll besetzt, toll gespielt. Morgen läuft er, die halbe Stunde ist leider schon rum. Ich könnte noch eine Stunde weiterfragen. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Darf noch als kleine Besetzungsanregung für den nächsten Film, der in Hamburg oder im Norden spielt, unser Plakat überreichen. Hamburg, deine Perlen. Sind lauter Hamburger Schauspieler drauf, also keine Reisekosten. Und Schauspielerinnen, okay. Und weise darauf hin, dass der Film Borowski und das Fest des Nordens morgen im Cinemax 3 um 19 Uhr läuft. Dann haben wir morgen wieder hier ein weiteres Interview. Sind einige da. Und es waren ja auch schon einige in deinem Film. Ja, morgen zu Klappe auf interviewt Andrea Gerhardt die Regisseurin Marie Kreuzer zu dem Film Was hat uns bloß so ruiniert? Und wir freuen uns sehr, wenn ihr zahlreich wiederkommt und das die ganze Woche, jeden Abend, 18 Uhr, unser Gespräch hier Klappe auf. Vielen Dank.